Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir und zwar einem leckeren Rezeptvideo und zwar leckere, gesunde, proteinreiche Lebkuchen. Und an dieser Stelle wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen ersten Advent. Wir sitzen jetzt gerade im Flugzeug, wenn ihr das seht. Wir fliegen jetzt gerade in den Urlaub. Aber ich habe schön fleißig Content vorproduziert, dass ihr genügend leckere Weihnachtsgebäckrezepte habt, die ihr quasi nachmachen könnt, um gesund und lecker und ohne schlechtes Gewissen die Weihnachtszeit zu überstehen. Und lecker sind die vor allem alle. Wirklich, ja. Total. Und wir starten mit Lebkuchen. Ich dachte, was ist Weihnachten, was ist so typisch? Definitiv Lebkuchen, also ich bin absoluter Lebkuchen-Fan und ja, bin aber kein Fan davon, diese fertigen Lebkuchen zu kaufen, vollgestopft mit Konservierungsstoffen, mit Zucker und mit allem möglichen Bösen. Also bin ich gerade dabei, wirklich ja, leckere, gesunde Weihnachtsgebäcke sozusagen zu zaubern und bastel da gerade an den Rezepten und habe jetzt hier ein Lebkuchenrezept und das ist wirklich unglaublich lecker geworden und meiner Meinung nach sogar besser als die gekauften und vor allem weiß man eben, was drin ist und kann sie ohne schlechtes Gewissen genießen. Das ist das Erste, das du raushaust, ne? Genau. Also ich habe schon einige andere probiert, freut euch auf das, was noch kommt, da kommen auch einige gute, richtig geiles Zeug. Ich bin begeistert. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall da auch schon sehr auf euer Feedback. Ihr könnt mir auch mich wissen lassen, was ihr euch so für weitere Weihnachtsgebäckrezepte wünscht, weil wir sind hier bis 15. oder 16. sind wir weg. Am 16. kommen wir wieder. Sprich, bis Weihnachten ist noch ein bisschen Zeit. Entsprechend, wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt, lasst mich das gerne wissen. Und ich starte jetzt mal mit dem Rezept. Viel Spaß. Wir benötigen 50 Gramm Dinkelmehl, 50 Gramm gemahlene Haselnüsse, je 50 Gramm gehackte Haselnüsse und gehackte Mandeln, 50 Gramm Battelvie Schokohaselnuss, 15 Gramm Backkakao, 100 Gramm Apfelmark, 2 Eier, einen gehäuften Teelöffel Lebkuchengewürz, ein Teelöffel Backpulver und ein Esslöffel Kokosöl. Als erstes vermengen wir die ganzen trockenen Zutaten. Dann geben wir die Eier, das Apfelmark und einen Esslöffel Kokosöl dazu und vermixen das Ganze. Jetzt ist hier so ein richtig schöner, klebriger Teig entstanden. Du kannst ihn natürlich auch noch nach Belieben süßen. Für mich allerdings reicht die Süße vom Proteinpulver. Nun holen wir uns ein mit Backpapier ausgelegtes Backrost und verteilen darauf Backoblaten. Diese könntest du allerdings auch weglassen, das funktioniert auch super ohne. Dann verteilst du die Lebkuchenmasse auf den Oblaten. Nachdem du den Teig jetzt schön gleichmäßig auf den Oblaten verteilt hast, bei mir sind es 10 Stück geworden, kommen sie nun für 10 bis 15 Minuten bei 170 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Wenn sie komplett abgekühlt sind, kannst du sie nach Belieben mit Schokolade verzieren. Schmelze dafür ungefähr 65 Gramm Zartbitterschokolade mit einem Teelöffel Kokosöl vorsichtig im Wasserbad. Und verteile die Schokomasse gleichmäßig auf den Lebkuchen. Schau sie dir bitte an, wie unglaublich köstlich sie aussehen. Sie müssen jetzt nur noch abkühlen und können dann direkt genossen werden.
So, natürlich wird jetzt hier auch wieder live verkostet und da habe ich mir natürlich wieder mein Versuchskaninchen geholt, damit ihr direkt zwei Meinungen bekommt. Ich bin sehr gespannt. Du wartest ja schon seit gestern drauf. Ich habe nämlich gestern schon gemacht und er ja, wartet schon die ganze Zeit darauf, sie zu kosten. Ich habe ihr gedroht, sie zu essen, solange sie weg war. Ja, also machen wir das jetzt mal und dann möchte ich bitte ein ehrliches Feedback von dir. Wie ich sehe, hast du Zartbitter-Schokolade drüber? Ja, schön mit schön hohem Kakaoanteil. Das ist ja ein richtig dicker hier. Ich möchte ihn mal probieren. Dann probier mal. Okay. Also riechen tun wir schon mal wieder. Ja. Ziemlich lecker. Mit Whey und Lebkuchengewürz? Nicht mit Whey. Nicht? Also Battle V. Weil ich bekomme nur mit, wie sie zaubert. Mhm. Tatsächlich bekomme ich das alles, weil wir parallel arbeiten. Ich mache ja auch gerade viele Videos nicht mit. Ich schmecke das dann nur so ein bisschen raus und wundere mich dann, wie der Geschmack zustande kommt. Aber geil. Und auch hier wieder, ihr habt es ja gesehen, ich habe kein zusätzliches Süßungsmittel benutzt. Also es ist wirklich nur die Süße von dem Battle V, also von dem Proteinpulver, von unserem veganen Proteinpulver in Schokohaselnuss. Und dann eben dieser Nussgeschmack. Also, richtig. Und Nussstückchen, ne? Ja, genau. Geil. Also, die sind richtig lecker. Wie viele Kalorien haben die? Insgesamt haben sie 1959 Kalorien. Alle? Alle zusammen. Mhm. Davon 93 Gramm Kohlenhydrate, 130 Gramm Fett und 90 Gramm Eiweiß. Sprich, einer hat ja knapp 200 Kalorien. Mhm. Ziemlich lecker. Mhm. Also, ich würde sagen, da braucht man definitiv keine kaufen, sondern sie viel leckerer und besser selber machen. In diesem Sinne, macht sie gerne nach. Lasst mich wissen, wie ihr sie findet. Ich glaube, sie werden heute nicht mehr überleben. Das ist jetzt auch unser Frühstück. Passt doch gut. In diesem Sinne freue ich mich sehr über euer Feedback. Ich wünsche euch heute einen wunderschönen ersten Advent. Genießt die Zeit mit eurer Familie und freut euch auf viele weitere Rezepte. Ich habe ja schon einige gezaubert. Die kommen jetzt immer nach und nach, sodass ihr die Weihnachtszeit schön lecker, ja, übersteht und das ohne schlechtes Gewissen.